willkommen zu einer weiteren Sendung von besonderen Plätzen. Danke an Rainer Gantner für diese Idee. Und wir stehen heute vor dem ehemaligen Volksheim Machtrenk, jetzt seit einigen Jahren Full House genannt, auf Anregung eines Jugendlichen, der wir gehört hat, wie die Räumlichkeiten bereits fix vergeben sind, von einem vollen Haus gesprochen hat und das dann als Full House tituliert hat. Und ich bin wirklich sehr froh, dass man das nicht, wie es die Politik oder einige in der Politik ausgesprochen haben, dass wir das Haus abgerissen haben, sondern einer wichtigen Funktion zugeführt haben. Es ist jetzt ein buntes Jugend- und Kulturzentrum und es sind 14 Vereine, denen durch eine sehr günstige Miete von Seiten der Stadtgemeinde die Ausübung ihrer Vereinstätigkeit und ihrer Lehrtätigkeit, wenn ich das Lerncafé auch dazu nehme, ermöglichen. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass das in der Stadtgemeinde passiert. Es ist ein Haus voller Leben, es ist auch äußerlich ständig in Veränderung und wir werden sich jetzt einige Räumlichkeiten noch ansehen. Wir befinden uns jetzt im Jugendraum der sozialen Initiative und der wird auch für die Mittagsbetreuung der Machtrenker Schüler genutzt. Auch der Modelleisenbahnclub musste am Bahnhof Machtrenk ausziehen und fand hier im Full House ein neues Zuhause. Hier befinden wir uns in den Clubräumlichkeiten der Halle der Helden, ein Rollenspielverein in Machtrenk. Ein besonderes Highlight ist die Nutzung des großen Saales. Alle Vereine, die im Full House untergebracht sind, haben eine kostenlose Nutzung dieser Räumlichkeit. Und da finden natürlich neben dem großen Dartturnier, was mittlerweile auch schon international durchgeführt wird, auch viele große Veranstaltungen. Oder es zur Entlastung der Turnsäle ist auch diese Räumlichkeit angedacht, weil viele Zumba-Yoga-Kurse hier stattfinden können. Sehr stolz bin ich auch auf diese Räumlichkeiten. Wir nutzen auch für die Vereine und für die neue Mittelschule und für das Polytechnikum als Stauraum für verschiedene Utensilien. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil keine anderen Räumlichkeiten im Haus verbraucht werden. Und wir können auch die großen Glasfassaden thermisch sanieren und sukzessive zurückbauen. Und das ist auch wichtig für dieses Haus. Auch das Umfeld wird natürlich vom Full House aktiv genützt. Die Freizonen sind Treffpunkt für viele Jugendliche, wo immer wieder die Spielregeln einzuhalten sind. Und auch der Aschenbecher ist durch ein Projekt vom Land Oberösterreich, wo wir vor Jahren gewonnen haben, aus alten Autofelgen. Und es ist natürlich nicht zum Zerstören. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, Bürgermeister Paul Mahr hat Ihnen das Volkshaus, jetzt Full House, vorgestellt in seiner jetzigen Funktion. Ich habe vor Jahren eine Ausstellung gemacht über die letzten 40 Jahre des Volkshauses und möchte hier kurz auf die Geschichte eingehen. In den frühen 70er Jahren wurde der Verein Volkshaus gegründet. Der erste Obmann war der spätere langjährige Vizebürgermeister Alfred Wetzelmeier. Dem Bürgermeister Reisinger ist es gelungen, die Idee eines Volkshauses dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer näher zu bringen, sodass für den Rohbau der Gewerkschaftsbund 3,5 Millionen Schillinge, die Arbeiterkammer 2,5 Millionen Schillinge und die Stadt, also damals noch die Gemeinde Machtrenk, nur ungefähr 300.000 zahlen mussten. 1977 übernahm die Voestalpine als Generalunternehmer den Weiterbau des Volkshauses und es wurden weitere 9,5 Millionen Schillinge aufgewendet. Die offizielle Eröffnung war am 21.05.1978 verbunden mit Kulturtagen. Das Volkshaus war Ort für zahlreiche Ausstellungen und Messen. Unter anderem wurden historische Themen vorgestellt der Bevölkerung. Die erste Ausstellung war 100 Jahre Sozialdemokraten, 100 Jahre Geschichte Machtrenks, 1889 bis 1989. Ein Riesenerfolg war die Ausstellung 700 Jahre Machtrenk. Das geht zurück darauf, dass im Stift Kremsmünster eine Urkunde aufbewahrt wird, wo das Wort Kappern zum ersten Mal erwähnt wird. Weiters gab es auch die Ausstellung nach dem Krieg, Machtrenk 1945-55. Die wurde damals von Landeshauptmann Stelzer eröffnet. Und die letzte große Ausstellung war ein kleines Dorf in schwerer Zeit, Machtrenk 1900 bis 1938.
die durch den früheren Bundespräsidenten Dr. Fischer eröffnet wurde. In den ersten Jahren gab es im Volkshaus im Schnitt 7 Bälle, also die wurden sehr gut angenommen. Legendär waren die Bälle des SV Victoria, der von Beginn an immer einen Ball durchgeführt hat. Und da waren diese Mitternachtseinlagen von Spielern und Funktionären einfach gut. Was wirklich sehr gut besucht ist durch all die Jahre, das waren die Kinderbälle, die Kinder, der Kinderfasching. Und sehr berühmt waren damals auch die Hüttenabende, weil da durfte man nur in Socken oder Patschen ins Volkshaus. Höhepunkte im kulturellen Leben von Machtrenk waren die Konzerte des Musikvereins. Der Musikverein hat auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler vom Landestheater eingeladen. Die Ballettabende der Landesmusikschule waren eigentlich fast die bestbesuchten Veranstaltungen. Machtrenk war immer schon ein Ort, wo sehr viele Kabarettisten aufgetreten sind. Die bekanntesten waren zum Beispiel der Otti Schenk, der Hans-Dieter Heinzel, der Roland Thüringer, der Josef Hader. Und es gab auch Konzerte von der Schrammelmusik bis zum Jazz, von der Volksmusik bis zur Militärmusik. Die Volksliedrunde unter der Leitung von Rothilde Rapp sorgte stets für ein volles Haus. Legendär waren auch die Brauchtumsabende der Goldhaubenfrauen und zum Beispiel unter dem Titel Die Pracht der Tracht. Kurz erwähnt, die Thema Theaterwerkstatt Machtrenk mit der Andrea Merzinger, dann Kim Kultur in Machtrenk, die haben hier im Volkshaus großartige Künstlerfeste aufbereitet. Dann gibt es noch die Jam Night und es ist sehr für die Jugend. Da waren internationale und lokale Bands und dann den Verein Move, der tolle Musicals organisiert unter der Leitung von Leitner. In den 80er Jahren wurde oft hier das Rudolfsgnader Kirchweihfest gefeiert und großartige Veranstaltungen war der Tag der Heimatvertriebenen, zumeist mit Landeshauptmann, Bischof und so weiter. Wichtig war mir das A Cappella ohne Pausefest. Da haben wir einen Kulturimport aus Weißkirchen mit dem Karl Keinersdorfer gehabt. Dann gab es Operettenkonzerte und der All American Music Club hat Leute wie Tessing, Wanda Jackson und auch die Cannonballs nach hier hereingebracht. Die waren eigentlich die ersten, die die Leute veranlasst haben, Line Dance zu machen. Und gespielt haben hier auch die Gruppe New West, die seit vielen Jahren am Startplatz ununterbrochen einen Countryabend gestaltet. Wie bereits erwähnt, hat seinerzeit die Arbeiterkammer 2 Millionen hier herein bezahlt. Und dadurch sollte das auch eine Stätte für die Volkshochschule sein. Und die hat schon eine rapide Entwicklung genommen von seinerzeit 230 Besuchern auf bis zu 1500. Es war das Ehepaar Gantner, die das veranlasst hatten. Und es gab auch Ausstellungen mit Kursarbeiten. Für hochkarätige Unterhaltung sorgte alle 2 Jahre die Machtrenker Faschingsgilde. Und darf ich mich für heute mit dem Gruß Malau von Ihnen verabschieden. Das war ein Überblick über das Full House in seiner jetzigen Funktion und auch über die Geschichte dieses Hauses. Und wir werden in Kürze von unserem neuen Kulturamt Renks berichten.